Hallo und herzlich willkommen bei einer Folge von Let's Rage. I wanna be the Boshi. Denn keine 10 Pferde auf der Welt, nicht alle Pferde auf der Welt, könnten mich dazu bringen, dieses Spiel jemals zu Let's Playen oder länger als eine Stunde zu spielen. Neben mir sitzt meine Co-Moderatorin Bloody Marker, die mir heute dabei Gesellschaft leisten wird, dieses Spiel ein wenig zu verkraften. So, ich werde jetzt also einfach mal Start drücken und auf Game gehen und auf den dritten hier, weil den habe ich noch nicht benutzt. Und dann gehe ich auf Grinded Bread Mode, nein, Hard Mode, nein, Totally Average Mode, ist immer noch viel zu hart. Und ich gehe auf den EZ Mode, weil der hat ein paar mehr Plattformen. Der wird dafür sorgen, dass ich auch über den dritten Bildschirm des Spiels hinauskomme, den ich nämlich noch nicht geschafft habe. Den Rest aber schon. Ich habe sogar diese lustige Flasche da bekommen. Warum heißt das EZ? Der EZ-Mode heißt so, weil der EZ-Mode heißt. Und dann ist das Dolorian. Und, okay, ich kann schießen und... Yeah, Triggerfinger, einer hat tief bekommen. Wie springe ich denn noch? Ach so, guck mal. Siehst du den Mauszeiger, der sich da ganz von selbst auf mich zubewegt? Aha. Lalalala, boah. Ach, der Scheiß war das. Dieser Scheiß, genau. Das können wir unterbinden, wenn wir den Mauszeiger einfach mal hier außerhalb des Bildes fügen. Das ist gemein. Wie springen wir denn nochmal? Achso, mit Z. Oh. Versuchen wir mal Shift und Alt zu drücken und dann haben wir es auf Y. Nein. Okay, dann muss ich mal die Hand verrenken. No. Use the arrow keys to move your character. Und das ist hier unser kleines Boschichen. Jump using the Z key. Und Z halten, um höher zu springen. Das leuchtet ein. Hops und hops. Du bist so gut. Tap the Z key slightly to perform a small jump. Hops, hop. Da! Ja, durch diese Pack-Cheer können wir einen weiteren Jump machen. So. Dieses Ding hasse ich wie die Pest, weil es ist einfach nur bescheuert. Was ist das denn jetzt? So. So, jetzt haben wir es. Ich muss also springen. Schießen, nochmal springen, dann an diesem Punkt, wo Saved Restart steht, wieder auftauchen, weil ich an dem Punkt wieder auftauche, wo die Kugel dieses lustige Smile-Ding da treffen. Ich weiß nicht, was war das? Fuck yeah! Und dann, soll ich da wieder auftauchen, nochmal springen und dann darüber. Irgendwie. Ach man, ich hasse Z und X Wetter. Leider zu weit unten, glaube ich. Ja, ich bin vielleicht zu weit vorne. Okay, das war Newton mal. Ich hasse das, weil es ist einfach nur der Tutorial Screen. Sind noch keine Stacheln oder sowas drin. So. Hübsch. Nein. Hübsch. Wenn ich das Ding dann noch treffen würde, wäre das gut. Nein! Moment, ich muss das nochmal machen. Drei Knöpfe gleichzeitig, die alle sehr weit voneinander entfernt sind. Moment. Von der vorne aus kannst du nicht erschießen. Von der vorne aus kann ich ihn schon erschießen, aber es bringt mir nichts. Du hast erschossen. Kannst rüberhüpfen. Nein, nicht wenn ich hier vorne stehe. Achso, okay. Himmel, Arsch und Zwirn! Okay. Okay, hab's geschafft. Ach so, hab ich vergessen. Dieser Speicherpunkt schießt nach rein, wenn man speichert. Ich weiß nicht, warum er das tut. Einfach nur, um einen zu verarschen. These platforms are only available on EZ-Mode. Ja, gut. Aber den Mega Man X-Teleporter und los geht's. Herzlich willkommen zum ersten Bildschirm bei I Wanna Be The Boshi. Und ich habe bereits zwei Tode. Okay, ja. Ist auch, Die Tode zählen nur durch, wenn ich zersplittert werde und nicht, wenn ich in ein Loch falle. Das war ja irgendwie kein Tod. Das zählt so. Aber trotzdem. Irgendwie, ja. Haha, du kriegst mich nicht.
press F3 to change your character. Das ist eine sehr coole Funktion, die ich jetzt auch einfach mal nutzen werde. Ich drücke F3 und wähle hier meinen Charakter. Und zwar kann ich wählen zwischen Dick Duck, also dem Boschi, Simon, noch nicht, The Kid, den wir auch nicht wollen, weil der scheiße ist, Blob, worin auch er der stammt, den Pedobär, mein fast schon persönlicher Favorit, ein Ice Climber, die Nyan Cat, auf die mein Kätzchen hier total abfährt, deshalb werde ich die wahrscheinlich auch nehmen. Ryu, so gern ich auch ein Shoryuken machen würde, leider ist der gesperrt und ich habe keine Ahnung, wie man den freischaltet. Ein Blan aus Bubble Bobble. Link, der Logi-Bär, der irgendwie eine Pistole hat. Ein Quatrick, Meat Boy, Annex, Sidebike, der Black Mage, Mega Man. Wo zum. Ach hier. Yoshi, Ness, und Ope, wer auch immer Ope ist. Ja, liebe Leute, sagt mir, wer Ope ist, wenn ihr wisst, wer Ope ist. Nope. Wer ist Logi-Bär? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß und das nicht. Anstatt den Pedobär zu nehmen, nehme ich den Nyan Cat. Was man auch tun könnte, einen Charakter aus diesem Charakterfundus hier nehmen, der zum Beispiel der da wäre. Oder Amy Round. Oder Alucard. Wissen echt, welchen ich echt gern hätte. Michael 1985 aus Super Mario 2 oder so. Skullman. Shadow Link. Was ich alles echt cool fände, aber leider sind die Charaktere nicht unbedingt für das Spiel geeignet. Wie man an Zero sehen kann, der wirklich nicht hoch springen kann. Oder an meinem persönlichen Favoriten aus dieser Liste hier, Phoenix Wright. Oh je. Yeah. Der schießt Objections und springt, indem er auf seinen Tisch haut. Und seine Laufanimation ist sein Kopfschütteln. Ich finde das so cool, aber nein, ich nehme jetzt die Nyan Cat. Change! Und ich bin die Nyan Cat. Und was cool an der Nyan Cat ist, dass die Folgendes tut. Regenbogen kacken. Die hinterlässt ein... Okay, Moment. Achso, nein, das war die Maus, die... Ja, die war ja noch da. Du hast die umgebracht. Ja, und die schießt... Regenbogen, ja. Upsa. Ja gut, hier war so ein Loch und da unten in dieser Kiste diese Flasche, die ich da am Anfang schon mal irgendwo gesammelt habe. Und die ist Fische und die hat ein Schleifchen. Schleifchen. Ja, das ist, um wieder hochzukommen. Please don't shoot. Ja gut, da kommt Pinguin und rapen uns, das hätten wir jetzt eigentlich denken können. Ups. Okay, und da sind wir in diesem Bildschirm. Yeah. Ich habe es mehrere Stunden versucht. Oder zumindest kam es mir vor wie mehrere Stunden. Diesen Bildschirm zu machen. Und ich hatte diese lustigen Herzchen-Plattformen nicht. Dann werde ich ganz mal versuchen, wie das sich das anfühlt, wenn man diese Plattform hat. Und runter. Aber das ist viel einfacher. Nur du schaffst so das nicht. Fucking close. Ja, und noch beim zweiten Versuch. Das ist für I Wanna Be the Boshi oder für I Wanna Be the Spiele eine gute Bilanz. Jetzt nicht mehr. Ich habe einen Stachel gestreichelt. Ja, ich habe ihn nur so slightly an der Seite berührt, weil du musst dir vorstellen, die sind oben spitz, aber die Seiten sind irgendwie mit unfassbar tödlichem Gift getränkt, weshalb ich die auch nicht von der Seite berühren kann. Ich würde es trotzdem nicht streicheln, eher vergewaltigen.